Hunderte Euro Eintritt fürs Museum. Ja, selbst für die Kunst im berühmten MoMA in New York müssen Besucher weniger bezahlen. Aber ausgerechnet in Lahrsdorf bei Jena sind künftig für diesen teuren Eintrittspreis Ausstellungsstücke zu bewundern. Und zwar Raritäten, die wohl jeden Auto- und Filmliebhaber begeistern. Es geht um eine der weltweit größten und am besten bewachten Sammlungen von Filmautos und historischen Rennwagen. Bisher durfte da auch niemand rein, aber ab März ist das Museum geöffnet und mein Kollege Tobias Bader, wie sollte es anders sein, sitzt natürlich schon drin in so einem Auto. Tobi, wie fühlt sich das denn so an? Hm? Das fühlt sich sehr gut an. Wir haben gerade über die Autos der Zukunft gehört. Das ist das hier nicht unbedingt, aber es ist ein Auto der Geschichte, kann man sagen. Denn dieses Auto, dieser Cadillac, hat mal Elvis Presley gehört. Und der Legende nach soll er seine Frau Priscilla hochschwanger damit zur Entbindung gefahren haben. Klingt auch richtig gut, wenn man die Tür zumacht. Also es ist wirklich ein historisch wertvolles Auto, was hier steht. Aber es sind im Prinzip alle Autos, die hier sind. Auch das, an dem Kai Niklausson jetzt hier steht. Das ist ein Auto, hat sogar einen Namen, Herr Niklausson. Es ist Eleonora. Was ist das für ein Auto? Was hat es damit auf sich? Ja, das ist das berühmte Filmfahrzeug von dem Film Nur 60 Sekunden mit Nicolas Cage und Angelina Jolie. Und es ist tatsächlich in unseren Augen das wichtigste Fahrzeug aus dem Film, weil es eins von drei überlebenden Hero Cars ist und das einzigste im original unrestaurierten Zustand. Und das steht hier bei Ihnen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ja, Netzwerkarbeit, ein paar Tipps und wir haben dann vor, ich muss rechnen, mittlerweile 6 Jahren einen Tipp bekommen und hatten, glaube ich, gefühlt 10 Sekunden Zeit, uns zu entscheiden und haben sofort Ja gesagt. Es ist so exklusiv, dass wir auch mit der Kamera gar nicht reingucken dürfen, weil wir keine Geheimnisse verraten wollen. Sie wissen natürlich, wie es da drin aussieht und wenn wir uns hier umgucken, alle Autos, die im Prinzip jetzt hier hinter Ihnen stehen, Herr Niklausson, das sind Autos ja, der Filmgeschichte, The Fast and the Furious zum Beispiel, diese ganzen Fahrzeuge sehen wir hier. Jetzt haben wir schon gehört, der Eintritt, wenn man herkommt, wird so um die 100 Euro kosten. Warum ist das in Anführungszeichen so teuer? Ja, ist eigentlich selbsterklärend. Das ist tatsächlich die größte Sammlung weltweit in dem Bereich von originalen Hero Cars. Das ist ein großer Unterschied. Also die Fahrzeuge, die tatsächlich für die wichtigen Aufnahmen verwendet wurden, wo die Schauspieler, Protagonisten wirklich auch drinnen saßen, vom Zustand her die besten. Wir haben das Thema Versicherung, wir haben das Thema High Value, also hochpreisige Fahrzeuge. Und es ist ja nicht nur die Ausstellung, sondern es ist eine Erlebnisreise. So nennen wir das auch. Und wir nehmen halt die Besucher mit auf eine Reise. Das Thema Versicherung haben Sie jetzt schon angesprochen. Dann lassen Sie uns kurz noch darüber reden, wie man hier reinkommt. Es sind quasi exklusive Führungen. 30 Gäste lassen Sie zu pro Führung. Was muss ich dafür machen, um dabei zu sein? Abgesehen von den 100 Euro. Ja, auf die Homepage gehen. Wir haben dort ein paar Informationen, damit auch jeder weiß, worum es geht. Was man darf, was man nicht darf. Dann ist ein Link auf unseren Ticketshop und wir haben erstmal mit 2 Terminen angefangen. Wir sind auch sehr gut gebucht, schon fast ausgebucht und wollen es erstmal testen, wie es läuft. Ja, vielen Dank, Herr Niklausson, für diese Informationen rund um diese exklusiven Filmautos, die hier stehen. Es sind wirklich Autos, die viele von uns mal gesehen haben. Hier drüben zum Beispiel noch ein weißer VW Jetta aus dem Film The Fast and the Furious. Insoweit historisch wertvoll, als dass Paul Walker da mal drin gesessen hat. Mittlerweile ist der leider verstorben, viel zu früh. Aber der Besuch hier lohnt sich unter anderem deswegen. Vergesst nicht abdüsen mit den Autos, ne? Ganz wichtig stehen lassen. Dankeschön, Tobias Bader, für diese Infos. Vielen, vielen Dank.